bei einer Werkstatt. Uns ist die Lichtmaschinenhalterung gebrochen und auch noch die Spannvorrichtung für die Lichtmaschine ist gebrochen und die muss geschweißt werden. Und hier in der Subaru-Werkstatt hoffentlich schaffen die das. Jetzt haben wir die Lichtmaschine ausgebaut, die Halterung ausgebaut und jetzt haben wir das drin in der Werkstatt, um es neu zu schweißen. Zwischendurch machen wir ein paar Checks. Der Vergaser war ein bisschen undicht, das repariert er hier gerade, der Zambel. Und vorne versuchen wir noch ein bisschen Silikon auf die Scheibe drauf zu machen, weil es ja etwas Wasser durchdringt. Scheibenwischer haben wir neu einjustiert, ein bisschen fester gemacht und dann sollte das wohl gehen nachher. Was ist dein Ratschluss? Das klappt schon, das dauert halt noch ein bisschen. Mhm. Wir sind hier nicht so flexibel. Okay. Kleinen Kompressor dabei, gucken erstmal auf, mal schauen, ob wir wechseln müssen. Okay. Vielleicht ist auch einfach das Ventil ein bisschen verrutscht, als wir voll Druck geprüft haben bei der letzten Tankstelle. Okay. Versucht ihr hier gerade zu machen? Wir versuchen diese Stange irgendwie hier zu fixieren, dass wir hier einen Haltepunkt haben für die Lichtmaschine, aber da fehlen uns leider, das heißt, ein paar Millimeter. Jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das hier gerichtet kriegen. Wahrscheinlich noch fixieren jetzt hier diese Stange. Wir haben die mit der unseren Schraubstock hinten sozusagen gebogen. Und jetzt versuchen wir hier vorne die Lichtmaschine so ein bisschen zu fixieren. Also mit einer größeren Schraube und so ein bisschen gegenkontern. Also es ist eigentlich genau entgegengesetzt von der alten Konstruktion. So, liebe Zuseher, hier bahnt sich noch ein spannendes Finale ein. Ein Reifen, der gewechselt werden muss, auf dem Weg zum Flughafen. 80 Kilometer vom Ziel. Das Team arbeitet auf Hochtouren. Fieberhaft, ne? Fieberhaft sogar, um den Ersatzreifen anzubringen, den Wagen wieder rennfertig zu machen. Ich reiche jetzt mal Schraubenzieher, ne? Genau, der Lars übt seinen Beitrag im Schraubenzieher reichen. Aber unsere beiden Ingenieure haben das fest im Griff. So, mit dem Ersatzreifen drauf rasen wir in allem, was der Torpedo hergibt, zum Flughafen. Richtung Budapest, zum Flughafen, wo das Flugzeug schon wartet, gerade aufgetankt wird. Die Stewardessen das Butterbrot für Thorsten streichen. Und wir drücken uns alle fest die Daumen, dass es klappt. Auch wenn es bedeuten würde, dass wir den lieben Thorsten heute abgeben müssen. Ja. Gut, ja, schauen wir mal. Ja, genau. So, liebe Zuseher, wir fahren immer noch auf der Autobahn Richtung Budapest. Der Ersatzreifen schüttelt den Wagen durch und wir sind alle sehr gespannt, ob wir es denn rechtzeitig zum Flughafen schaffen werden. Nur ein Wort vom Fahrer. Gut, wie viel Uhr haben wir es denn? 17.20? 17.20, ja. Ja, wir müssen 18 Uhr da sein. Wir haben jetzt noch vielleicht 40, 50 Kilometer. Also ich würde sagen, mehr als eine 50-50 Chance haben wir da wohl nicht. Ja, okay. Was sagst du dazu, Thorsten? Sag mal kurz, haben wir eigentlich die gleiche Uhrzeit in Ungarn wie in der Ukraine und Rumänien oder ist es hier eine Stunde früher wie in Deutschland? Eine gute Frage. Lars? Das wäre jetzt natürlich der Knaller. Ich noch gar nicht gedacht. Das wäre jetzt ja der Knaller, wie bei 80 Tagen um die Welt. Ne? Der Gewinner des Tages lautet Thorsten
und wir haben eine Stunde mehr gewonnen. Yeah. Also du kannst dich da auf die Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h reduzieren. Ja, endlich. Und das Drama hat einen nächsten Akt. Kamera festgestellt, dank Thorstens genialen Einfall, dass wir eigentlich eine Stunde mehr haben, schon beginnt eine Stauung, ca. 55 Kilometer vor unserem Ziel. Also wir fahren da mal langsam rein und sind mal gespannt, ob wir da jetzt schnell eine Ausweichroute finden müssen. Also irgendwie ist das ja schon fast filmreif, was wir heute hier erleben. Against all odds, wir erreichen unsere Ziele. So, auf dem Weg zum Flughafen nochmal ein letzter Reifencheck. Nicht, dass das Ding noch runterfällt und wir trotz der hinzugewonnenen Zeit dann es nicht schaffen. Und du hast mich schon mal aus? Ja, hält. Hält! Ah, die beste Nachricht des Tages. So, und der Spaß geht weiter. Nachdem der erste Stau relativ kurz war, fahren wir jetzt schon in den zweiten rein. Kurz nach einer Ausfahrtung glücklicherweise. Lars, was ist deine Einschätzung der Dinge? Also haben wir die Stunde gewonnen. Mal gucken. Ja. Das ist natürlich jetzt wieder höchst seltsam, was hier alles vor sich geht. Ja, drücken wir uns weiter in die Daumen. Budapest ist nicht mehr weit weg. Noch haben wir Zeit. Der zweite kleine Stau ist überwunden, aber die Temperatur bei 100 Grad. Ja, jetzt muss ich hier alles geben, Leute. Den muss ich jetzt hier bei 60 ganz langsam wieder runterkühlen. Was nicht einfach ist, weil er hat ja heute schon ein paar Macken gehabt. Er war auch schon knapp an 110 Grad dran. Noch so ein Stau und das war's. Genau, deswegen der Ratschluss. Wir verlassen diese Autobahn, wo häufig die Ungarn mit den Rumänen zusammenstoßen. Ob das eine Tradition ist, wissen wir an diesem Punkt nicht. Aber sie zwingen uns dazu, die Autobahn zu verlassen und auf der Landstraße weiterzufahren. Ich hätte es nicht schöner sagen. Das ist eine wegweisende Entscheidung. Wir fahren jetzt von der Autobahn runter in der Hoffnung, dass wir nicht nochmal in die Temperaturfalle in einem Stau tappen. Und sind mal gespannt, ob die Rechnung aufgeht. Und das nächste Drama, kaum abgefahren von der Autobahn, hat uns den Reservereifen zerfetzt. Jetzt heißt es wieder andere Reifen drauf, aufpumpen, Wagen richtig hinstellen. Jetzt muss das Team auf Hochtouren arbeiten, damit das noch alles klappt. Drücken wir uns die Daumen. Jetzt haben wir es, jetzt haben wir es. Wir sind auf dem Weg nach einer spitzen Pitstop-Zeit. Also ich muss dem Team gratulieren, das war eine Glanzleistung. Danke, danke. So, wir sind jetzt auf den letzten Meter vom Flughafen. Und es sind gute Dinge, dass das noch alles klappt. Da ist ja der Flughafen vor uns, in letzter Minute scheint es geschafft zu haben. Wir hoffen jetzt natürlich, dass es der richtige Flughafen ist. Die Geschichte des Pavedo, das erste Mal, dass er auf einem Premium-Parkplatz steht. Sehr gut. So, komm. Ja. Erste Mal wahrscheinlich überhaupt am Flughafen, genau, das ist wahrscheinlich auch noch richtig. So, hier ist Terminal 2A. Jetzt muss sich Thorsten schnell fertig machen, er hat noch 70 Minuten fürs Flugzeug. Alles Liebe, ciao Thorsten, das war klasse mit dir. Guten Flug.